So, guten Tag. Oh Gott, hab ganz vergessen, hallo zu sagen. Also, der dritte Versuch war aber ganz hervorragend. Null Kratzer, null Viecher waren in meiner Basis. Also jetzt habe ich es ein bisschen besser hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir unbedingt unsere Verteidigung ein wenig verbessern. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viele Angriffe gerade habe. Weil es hieß ja irgendwann mal, die Tiere, die hier wohnen, sind nicht ganz so amused darüber, dass hier Antennen stehen. Deswegen. So. Wir haben doch mittlerweile aber auch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel einen Flammenwerfer. Sieht mal einer an. Den würde ich gerne mal hier hinbauen. Und wir haben auch Brandfallen. Alter, 80 Treibstoff. Wir haben ein bisschen Treibstoff am Start, das weiß ich. Aber ich weiß gerade nicht, wo oder wie viel ich habe. Wenn du mal übrigens hier bist, kannst du mal... Nein, nicht pflanzen. Ein bisschen Heu holen? Einfach nur das, was wir im Lager haben. Wir haben 2500 jetzt schon. Ah, okay, der Flammenwerfer wird gebaut. Okay, der Flammenwerfer... Werfer ist mir tatsächlich auch der wichtigere. Da habe ich denn schon wieder keine Dings. Ach, weil schon wieder kein Wind ist. Das ist doch nicht euer Ernst. Was ist denn das Problem mit dem Wind? Das ist ja bitter. So. Die Hitzewelle vorbei? Immer noch nicht. Alter, 41 Buletten. Oh! Okay, Quinn bastelt. Das ist schön. Warte mal, mach mal hier ganz kurz noch die beiden Fenster auf. Danach kannst du schlafen gehen. Und ich hoffe, dass am nächsten Morgen dann auch... Warum sind die ganzen Fenster zu? Habe ich die erst beim letzten Spielstand quasi, also der erste, wo alle gestorben sind, gemacht gehabt? Genau, erstmal einen Tee trinken bei 42 Grad Innentemperatur, das ist immer gut. Aber ihm geht es danach besser. So, Sicherheitssignal. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch so viele Expeditionen machen werden. Wahrscheinlich nicht. Also kurz zum Angriff. Ich bin mal ein kleines bisschen offensiver rangegangen. Hab hier vorne schon mal die ein oder... Oh, sind schon alle weg. Das ein oder andere Vieh getötet gehabt. Und hab mich dann schnell zurückgezogen. Hier kurz gewartet, bis die ersten Viecher hier vorne waren. Dann habe ich das Tor zugemacht und dann den Rest von oben erledigt. Und mein Glück war, dass sie nicht durch die Verteidigung durchgekommen sind, also durch den Palisadenzaun. Ja. Das war glücklicherweise der Fall. Natürlich, tierischer Angriff. Mann. Ah, komm. Ja. Glück habe ich die ganzen Fallen nachgeladen. So, wir machen es wieder genauso wie vorher. Nein, 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 noch nicht. Wir warten kurz bis... Genau, die haben nur ein Ziel, nämlich diesen Gang hier lang zu laufen. Und eigentlich müsste Ken gleich mal anfangen zu schießen. Jawohl. Ulfen! Ulfen schlachten!
Dr. Ulfen. So, ihr esst erstmal. Aber ich hätte gern Leder und das Fleisch. Hört mal auf die Ulfen hier. Wer versorgt? Hier versorgt keiner mehr einen Kamin. Kennen. Jetzt können wir auch die Ulfen schlachten. Boah, die sind alle super euphorisch. Perfekt. Jetzt los. Ist schon wieder kein Wind? Natürlich ist kein Wind. Oh Gott, ist das schlimm. Ich glaube, die Viecher sind auch gar nicht, also die Ulfen sind überhaupt gar nicht bis zu uns gekommen, ne? Da hat's schon etwas früher das Ganze beendet. Achso, jetzt ist natürlich der Gang hier sinnfrei. Also das Tor. Ah ja, egal. Vielleicht sollte ich jetzt hier vorne das Tor hinsetzen. Und hier drüben kommt da eine kleine Befestigung. Nee, ich will keine hölzerne Befestigung. Ich will diese Mauer haben. Ja, das müssen wir gleich mal neu bauen. Bevor hier die nächsten Angriffe kommen. Kann, ja, weiß nicht, wahrscheinlich kennen. Mal hier vorne kurz dann alles abbauen. Aber erstmal erholt euch. Warum gehen denn die Dinger schon wieder nicht? Ich bin kein Strom. Oh, ich bin so abhängig vom Wind. Und das war's. Und das war's. Ich produziere zu wenig. Hier unbedingt mehr setzen. So. Ich muss ganz, ganz viel Solar jetzt bauen. So, der Quinny baut. Nein, keine Befestigung. Was sind eigentlich Ziegelsteine? Was haben die denn für eine Integrität? Auch. Oh, die haben 100. Hm. Interessant. Interessant. Mann, es kann doch nicht sein, dass einfach nicht ein einziger Luftzug hier durch das Tal weht. Das ist ja unfassbar. Es ist immer noch Hitzewelle. Das stört mich eigentlich fast noch mehr. So, Lara pflanzt nochmal ordentlich an. Ja, ja, ich weiß. So, Klamotten braucht man ehrlicherweise auch nicht mehr. Einer müsste bitte dringendst auch noch hier vorne das Ding zu bauen. Hier liegt auch noch Leder rum, ne?
Ach, endlich ist die Hitzewelle vorbei. Ein Glück. Das ist doch unfassbar. Es ist immer noch kein Wind. Oh. Eieieiei. Mit Quinn über den Überfluss des Essens diskutieren. Aber irgendeiner ist da jetzt gerade überhaupt gar nicht. So, geh mal bitte erstmal was essen, Quinn. So, und dann geht's auch wieder weiter. Mann, das ist doch unfassbar. Boah, das Spiel wird aber auch jetzt echt hart. Also ohne Wind kann ich das vergessen. Da passiert hier nicht viel. Ah, kick mal einer an. Es windet. 32. Ich meine, immerhin werden die Batterien jetzt mal wieder voll. Außer es passiert wieder irgendwas. Irgendeine Katastrophe ist oder weiß ich nicht. Hier irgendeine Sonneneruption. Passiert ja gefühlt auch nur noch. Wie lehrte Lara über kritisches Denken? So, Quinn, ernten. Er hat kleine Schmerzen. Ich glaube, er hat aber noch Bauchschmerzen oder so, ne? Ah ja. Übrigens ist auch immer noch der Typ mit den Hirnparasiten. Ja, na klar. Nach einer extremen Hitzewelle kommt eine schwere Hitzewelle. Warum auch nicht? Kann ich das übrigens jetzt mal aussetzen? Wir ernten mal bitte kein Holz mehr. Weil wir es gerade auch überhaupt gar nicht mehr brauchen. Wir haben 970. Das Chopping-Ding müssten wir eigentlich auch mal hier vorne irgendwo hinstellen. Aber egal. So, Fenster sind alle offen, das ist schön. Es ist wieder kein Wind. Oh, warum? Und aggressive Tiere. Oh mein Gott. Boah, es sind so viele Tiere mittlerweile. Und natürlich greifen die wieder an, wenn es Nacht ist. So, ich speichere mal. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor den Tieren. Das wird ja noch schön. So. Können wir schon mal die drei wieder markieren. Geht ja gleich wieder los. Ja, gut. Fehlfunktion Kohlenstoff-Windrad, das ist mir eigentlich egal, weil die Dinger funktionieren eher eh kaum noch. Warte darauf, viel stärker zu sein als Ken. Ja. So. Und los geht's. Ja, wir können ja erstmal noch ins... Oh, wir sind aber schnell unterwegs. Oh mein Gott, sind die schnell. So, Kenny Boy. Hierauf, Lara, hierauf. Quinn ist unbedingt hierfür verantwortlich, nämlich das Tor zuzumachen. Wenn ich's ihm sage. Na, da kommen schon die Ersten. Zack. So, jetzt Vorsicht. Oh. Oh, das Ding hier ist, das Ding ist fies. Ach, sehr schön, auf die Brandbombe gelaufen. Oh, jawohl. Und auf die nächste Brandbombe gelaufen. Perfekt. Das war's aber immer noch nicht.
Ach du Scheiße, jetzt kommen die fetten Viecher erst. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Yes. Sehr geil. Nächster Angriff überlebt. Ah, ich bereite mal erstmal wieder alles vor. Oh, bei den Brandbomben bin ich mir unsicher, ob wir noch so viel Benzin haben. Halt, bitte noch zwei. Brauchen die denn immer wieder? Nee, oh, die brauchen gar kein Dings mehr. Also nur für den Bau brauche ich Benzin. Aber ansonsten funktionieren die ohne Benzin. Cool. Sehr schön. Mann, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass kein Wind mehr ist. Das ist echt belastend gerade. So, Quinny. Jawohl. Gut, das muss aber auch funktionieren. Das ist alles... Oh, Stufe 1. So, das müssen wir dann schnell noch wegbringen. Oh Gott. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ersatzteile. Ich brauche eigentlich Energiezellen. So, Quinn, warte mal. Plünder mal bitte. Ich muss auch unbedingt ins Bett. Ja, natürlich. Alles ist wieder entladen. Und jetzt haben wir noch eine Fehlfunktion von der Batterie. Alter, ist doch nicht euer Ernst. Eieiei. Mann. Boah, das Spiel ist echt hart gerade. Boah, ist das hart. Tierischer Angriff, Alter. Alter Schwede, ist das heftig. Es hört überhaupt gar nicht mehr auf. Schon wieder die Dinger. So, komm, Angriff. So, ab ins Bett mit euch. Okay, irgendjemand hat bärenstarken Hunger. Ah, der Quinn, aber das hält dann noch durch bis morgen früh. So, die Kujos bitte schlachten. Ja, naja, egal. Uns geht's ja nicht schlecht. Wir versorgen uns alle sehr gut. Wir haben Essen, wir haben was zu trinken. Wir leben noch glücklich und gesund. Alle miteinander. Das ist schon mal viel wert. Genau, da kann man auch mal am frühen Morgen einfach ein Bier trinken. So soll's doch sein. So, was machst du? Genau, repariere Batterie. Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Was denn jetzt? Achso.
Ja, theoretisch müsst ihr hier vorne vielleicht nochmal die Gujos machen, aber ich könnte Ken vielleicht übernehmen. Ja, sehr gut. Und wir können einfach mal provisorisch hier alles holen. Und wir müssen die Fallen wieder aufrichten. Da wird nochmal Treibstoff geholt. Nein, du versorgst hier keinen Kamin. Ich weiß gar nicht, warum der Kamin immer noch an ist. So, schaffen wir den jetzt mal immer noch nicht. Ich würde sagen, hier alles mal wegzuholen, aber irgendwie... ist das gerade nicht möglich. So, Lara pflanzt mal wieder ein bisschen was an. Sehr schön. Hier dürfte auch noch ein bisschen... ach, hier liegt sogar noch Dings rum. Essen. Hier liegen auch noch Steine rum, Holz. Wir müssen auch mal unser Lagerhaus wieder aufräumen. Hier liegen auch noch ein paar Sachen einfach so rum. Heute vertrocknen. Verrotten. Aber kann ich das nicht einfach mal umhängen? Eine Sternschnuppe, jawohl. Muss man hier ein bisschen was umhängen? Alter, 10? Oh, 200 Leder, das ist krass. So, jetzt ist das Ding hier auch soweit wieder in Ordnung. Ach, hervorragend. Nein, 111 sind verrottet. Shit. Na, egal. Ach Gott, Alter, es ist immer noch lauter. So, produziert in den letzten gefühlt 24 Tagen 80 Strom. Gefühlt. Da passiert gerade gar nichts mehr. Es ist unfassbar. Okay, ja, verrotten ist alles okay. Also Essen haben wir mehr als genug. Das kann ruhig auch mal ein bisschen weggehen. Das ist heftig. Oh, stopp, 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 stopp. Raumschiff kontaktieren, Ken. Vielleicht kann jemand gerettet werden. Doch, ich wüsste nicht, wer. Eine Rettungskapsel. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wer. Oh, ich würde tatsächlich Quinn losschicken, aber dann ist Lara traurig, dass ihr Ehemann weg ist. Aber gut, irgendwann ist eh der Zeitpunkt. Wir schicken Quinn weg. Ich bin traurig, meine Liebe zurückzulassen, aber... oh mein Gott, mein Geliebter ging weg. Da waren es nur zwei. Oh mein Gott. Ja, ich sag mal, krass wird's halt, wenn wir alleine sind. Also dann können wir uns ja die Karten legen. Ich finde zu zweit schon sehr heftig. Ich glaube, zu zweit werden wir es noch packen. Also auch die Angriffe. Aber, oh mein Gott. Ich muss halt wirklich dafür sorgen, dass dauerhaft der Strom läuft. Also spätestens jetzt, weil ich muss so schnell wie möglich die restlichen, also die beiden hier loswerden. Also, was heißt loswerden? Retten lassen. Kann man hier noch irgendwo bauen? So, baut mal bitte noch 4. Ich muss so... ja, Fehlfunktionen. Ach, guck mal. Kohlenstoff. Krafträder. Windräder funktionieren wieder. Das wird jetzt hier krass. Zu zweit noch. Oh mein Gott.
So, wir räumen mal ein bisschen auf. So. Okay, sehr schön. Versorge Brennofen. Naja, okay, es sind nur noch 15 Grad. Dafür, dass gerade fast 40 waren, sind jetzt 15 natürlich, naja, übersichtlich. Ja, wir können auch langsam hier hinten die Dings abreißen, ne? Die beiden Schlafzimmer. Weil es wird keiner mehr hinzukommen. Aber wir lassen es einfach so. Oh Gott. Jetzt kribbelt es ein bisschen. Wie gesagt, ganz krass wird es gleich, wenn der letzte hier weg ist. Aber ich habe doch noch Rüstung am Start, oder? Ja, aggressive Tiere. Oh nein, Fliegetiere, nein! Oh, das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Oh Gott. Ich muss, es tut mir leid. Ja, komm. Oh Gott, Ken, Alter. Ich muss mal ganz kurz Ken heilen. Alter, ist doch nicht euer Ernst! Alter, haut der mir den Flammenwerfer kaputt? Ist der dem? Dem nicht? Was denn jetzt los? Was denn jetzt los? Oh, wir haben es geschafft, da. Sag mal, wie... Okay, das ist, glaube ich, nicht effizient, sich selber zu verheilen. Wow. Sich selber zu heilen, aber egal. Oh mein Gott. Was machst du denn? Hör auf, dich selber zu heilen. Ken, Alter, leg dich ins Bett. Das ist doch nicht dein fucking Ernst, ey. So, lege dich bitte ins Bett. Heile Ken Laux. Alter. Na ja, gut, okay, er hat noch genug. Ja, leicht schlecht behandelt. Alter, was hast du eigentlich alles abbekommen, Junge? Linke Arminfektion, Verbrennung. Ich weiß gar nicht, woher Verbrennung her hat. Alter, wie viel Verbrennung hast denn du? Lara, da fehlt noch einiges. Okay, es geht immer einen Berg auf. Das ist schon mal gut. Okay, alles behandelt. Perfekt. So, Gesundheit geht nach oben.
Der hat auch richtig Hunger. Aber dann geht das auch schon mal wieder weg. So, und jetzt, genau, gehst du schlafen. Okay, wir haben auch diesen Angriff überlebt. Ich überlege gerade, wie soll ich denn das alleine schaffen später? Das weiß ich noch nicht so ganz. Aber okay, so, wir haben also auch diesen Angriff überlebt. Ken und Lara, unsere letzten beiden Überlebenden. Ich hoffe, ich kriege beide hier lebend von diesem Planeten weg. Ob uns das gelingt, werden wir, naja, morgen wahrscheinlich noch nicht sehen, weil ich glaube nicht, dass wir zwei in einer Folge retten können. Aber vielleicht schaffen wir es ja morgen, den vorletzten hier rauszukriegen. Ich bin mir nicht sicher, wer von den beiden das wird. Wahrscheinlich aber Lara und Ken wird die letzte. Der letzte. Mal gucken, weil Ken einfach der bessere Krieger ist. Müssen wir mal schauen. Meine Lieben, adios, bis morgen. Nächste Folge. Stranded Alien Dawn.